und willkommen zu einem neuen Video. Gestern habe ich mal ein bisschen Stand-Up-Comedy geguckt und da ist mir einiges aufgefallen. Und zwar ist mir aufgefallen, es werden Witze gemacht über, pass auf, Schule, über Lehrer, über Dicke, über Frauen, über unterschiedlichste Berufe und Nationen, aber nicht über Mediziner oder Ärzte. Und dann dachte ich mir, Leute, sind wir so langweilig? Oder können wir nicht über uns selber lachen? Warum macht keiner Medizinerwitze? Warum lacht keiner über uns? Warum lachen wir selber nicht über uns? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach nur es nicht drauf haben, lustig zu sein. Ja, ich stelle mir so ein kleines Kind vor. Der Vater fragt, na Fritzchen, was willst du denn später werden? Er sagt, ich möchte Comedian werden. Ja, dann wird Fritzchen älter und älter und merkt, irgendwie habe ich keinen Humor. Was machen wir jetzt? Traum geplatzt. Ja. Was soll's? Geh ich halt Medizin studieren. Ja, und dass das dann bei allen einfach so ist, ja, wenn ich schon nicht lustig sein kann, dann gehe ich halt Medizin studieren. Ich finde aber, es gibt so viele Sachen, worüber wir Mediziner lachen können. Beispielsweise Erstis. Ja, also jetzt nichts gegen Erstis. Wir alle waren mal irgendwann Erstis. Dementsprechend ist es einfach nur lustig. Man kann sich selber daran ein bisschen zurückerinnern. Und wie merkt man dann beispielsweise jetzt, so, Erstis. Wie merkt man, dass das Erstis sind? Ich finde, die sind schon recht auffällig. Ich persönlich bin ja nicht in meiner Regelstudienzeit und da passiert es schon mal, dass man den Überblick darüber verliert, ob es jetzt Semesteranfang ist, ob man Wintersemester hat oder ob es jetzt Sommersemester ist. Aber es gibt etwas, woran man es erkennt, dass ein neues Semester angefangen hat, ein neues Wintersemester angefangen hat, an den Erstis. Ja, woran erkennt man die? Zum einen natürlich an diesen riesigen, verlorenen Glubschaugen und diesen hühnerartigen Kopfbewegungen, wo sie massenweise durch die Uniklinik stürmen und den Raum suchen, wo sie hin müssen. Ja, und an den tausend Fragen und vor allem natürlich auch an den Ersti-Typen, ja? Also ich meine, wenn man jetzt als Ersti gerade mal angefangen hat zu studieren, ist man natürlich ganz stolz drauf, wenn man eine Tüte bekommen hat, wo drauf steht, keep calm and study medicine. Dann weiß jeder in der Bahn, dass du Medizin studierst, wenn du mit dieser Tüte durch die Gegend läufst. Und so laufen die ungefähr ein halbes Jahr, spätestens dann ist es denen zu blöd, mit dieser Ersti-Tasche rum, und zwar alle. Und daran erkennst du, okay, da kommt eine Horde von Ersti-Typen auf mich zu. Ich glaube, mein neues Semester hat angefangen. Ich laufe auch immer zu dem ersten Stand und hoffe darauf, dass ich zum sechsten Mal eine erste Tüte bekomme. Okay, so lange studiere ich überhaupt gar nicht, aber ich mag die erste Tüte eigentlich auch ganz gerne. Nur trage ich die nicht den ganzen Tag mit mir rum. 2-3 Jahre lang. Und natürlich merkt man es auch an der vollen Bib. Ja, das ganze Jahr ist die Bib komplett leer. Ja, man kann sich hinsetzen, man kann sich Bücher ausleihen. Kaum hat man ein neues Wintersemester angefangen, komm, ich möchte mir ein Biochemie- oder Physiologiebuch ausleihen und es ist weg. Und ich denke mir, Leute, ihr aus dem ersten Semester, wofür braucht ihr Physiologie und Biochemie? Aber nee, die lernen ja schon mal vor. Ich meine, kann man ja schon mal gebrauchen, ne, was man so im vierten Semester lernt, im ersten Semester schon mal vorzulernen. Naja, dann ist man natürlich schon ein bisschen leicht sauer, bis man dann feststellt, dass es auch gar keinen Sitzplatz mehr gibt. Dann habe ich mir endlich mal einen Sitzplatz ergattert, habe mich hingesetzt, mir nichts Böses dabei gedacht. Plötzlich kommt so eine gackernde, vor sich her murmelnde Hühnerschar und setzt sich direkt hinter mich. Und ich denke mir, yeah, klasse. Aber immerhin haben die geniale Gesprächsthemen. Ja, die Gespräche, ich liebe es, denen beim Sprechen zuzuhören, wenn so gerade Neuankömmlinge Erstis hinter einem sitzen und die dann anfangen zu sprechen. Und ja, beispielsweise, ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich sitze da in der Bib und dann fangen die an zu sprechen, sagt die eine zur anderen, hör mal du, wie weit bist du eigentlich mit Osteolernen? Und die andere total ernsthaft verzweifelt und sagt, ja, weißt du, nee, ich werde eh nicht bestehen. Also, ich frag gar nicht erst. Ich bin richtig, richtig schlecht. Heute wegen den Kursen und wegen der Vorlesung heute Morgen hatte ich nur 8 Stunden zum Lernen. Ich habe nur geschafft, Extremitäten, Becken, Kopf und
Und die Schädellöcher mit durchtretenden Strukturen zu lernen. Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht schaffen. Hallo, in 1,5 Monaten ist schon die Prüfung. Und ich denke mir, ja, also, ich schreibe morgen Biochemie, habe vor einer Woche angefangen zu kreuzen und heute Abend lese ich mir vielleicht noch ein bisschen was im Medilearn durch und dann läuft der Hase. Ja, aber nun denn, ich meine, ich denke mal auch, wenn man im Erstsemester darum bittet, ihn in 2 Worten zu beschreiben, wie sein Privatleben ist, wird er wahrscheinlich sagen, mein was? Ja, ich bin eher so der Typ dann, der sagt, ich hätte richtig Lust, wie letzte Woche so den ganzen Samstag durchzulernen. Nicht, dass ich das gemacht habe, aber letzte Woche Samstag hatte ich auch riesengroße Lust dazu. Und nee, ist schon eigentlich ganz lustig, aber was auch noch richtig lustig ist, ist natürlich, so kaum hat man ein paar medizinische Begrifflichkeiten gelernt im ersten Semester, schon löscht man den ganzen kompletten deutschen Wortschatz. Ich meine, wozu soll man jetzt auch sich Sachen wie Speiseröhre merken, wenn Oesophagus sich doch einfach viel cooler anhört. Und so, das kommt mir vor wie nach dem Motto, ich brauche mehr Speicherplatz in meinem Kopf, alles unnütze Informationen raus. Ne, deutsche Sprache brauche ich nicht mehr, nur noch lateinische Medizinbegriffe. Ich meine, damit kann man auch super gut angeben vor seinen Nicht-Mediziner-Freunden, ja. Man kann dann sagen, hey, ich habe mir nicht den Musikknochen gestoßen, sondern heißt es plötzlich Sulcus ulnaris. Oder dann sitzt man ganz lange auf einem harten Stuhl, dann hat man sich den Tuber ischiadicus abgesessen, ja. Also, das ist schon ganz lustig und manchmal denke ich mir auch, dass es die Fachsprache irgendwie nur gibt, weil Mediziner es cool finden, dass andere Leute sie nicht verstehen. Und ja, vor allem das Allerbeste finde ich auch noch, dann kommt man in die Apotheke am besten noch und sagt, ja, ich brauche Acetylsalicylsäure. Meinen Sie Aspirin? Ah ja, genau. Ich kann mir das blöde Wort nicht merken, ne? So, weißt du? Nee. Also, was noch ganz lustig ist, finde ich auch immer die Fahrt. Die Fahrt zum Klinikum. Ich meine, ich bin ja immer so ein Pendler. Ich fahre immer ganz oft lange mit der Bahn zur Uni. Und ab und an ist es schon ganz amüsant, wenn man nicht gerade zwischen 2 schwitzenden, stinkenden Personen eingequetscht ist. Dann kann es auch mal ganz lustig sein, weil du erkennst Mediziner sofort unter allen Fahrgästen. Ja, die verstecken sich auch gar nicht so wirklich. Die unterhalten sich lautstark über sämtliche Sachen und ja, dann saß ich so letztens in der Bahn, bin ganz normal zum Klinikum gefahren, zu irgendeiner Vorlesung, keine Ahnung, dann stehen da so 2 junge Herren, ja, anders kann ich die nicht nennen, in so typischen Polundern, ja. Darunter schaut noch der Kragen von dem frisch von Mama gebügelten Hemd raus. Und da unterhalten die beiden sich, ja. Und dann sagt der eine zum anderen, weißt du was, Amadeus. Also, da war ich gestern im Fitnessstudio. Ja, ein bisschen autochthone Muskulatur und Trapezius und Latissimus dorsi aufpumpen. Und bin ich gerade zu den Geräten für die ischiokurale Muskulatur hingegangen, war gerade an der Flexion, da kam so eine attraktive junge Dame rein. Ja, und ich direkt in die Alkalose hyperventiliert, arrhythmisch geworden. Und ohne Witz, der Sympathikus hat direkt eine Vasokonstriktion verursacht. Und ich konnte meinen Herzschlag durch den Thorax hindurch 3 Grad werden hören. Und ich so. Ich dachte jetzt, der meint das nicht ernst, so, wollte einfach mal alle Fachwörter, die der so kennt, raushauen. Und dann habe ich gemerkt, dass die sich wirklich so unterhalten und sein Kollege dann, ja, und was dann passiert, ja. Und dann kam natürlich der Oberburner. Ja, das fand ich richtig, richtig lustig. Und zwar wollte dann der Typ scheinbar irgendwie ein bisschen mit seinen medizinischen Fachkenntnissen glänzen. Ja, wollte ein bisschen Eindruck schinden bei dem Mädchen. Sei wohl zu ihr hingegangen, wahrscheinlich hat er sich durch die Haare gefahren, durch die zurückgegelten sowieso schon Haare gefahren und hat dann gesagt, ich wünschte, ich wäre ein Erythrozyt.
dann könnte ich durch deine Arterien, über die Kapillaren, zu den Venen in dein Herz gelangen und dort für immer leben bleiben. Und ich dachte mir so, yo, Alter, wahrscheinlich hast du noch nicht gelernt, dass Erythrozyten nur 120 Tage alt werden. Aber hätte ja eigentlich an sich ein ganz cooler Anmachspruch sein können. Nur nicht vielleicht gerade auf der Semestereinstiegsparty, wenn man das zu einer anderen Medizinerin sagt, ja. Das wäre dann wahrscheinlich eher eine Abfuhr. Ja, aber wahrscheinlich hat's, ich weiß ja nicht, wie die Sache ausgegangen ist. War ja bestimmt sehr eindrucksvoll, so eine Anmache mal zu bekommen. Ja, auf jeden Fall ist das schon ganz lustig, wenn man mal so in der Bahn die Gespräche zuhört. Und natürlich gibt es dann aber auch diese Seite, was auch ganz lustig ist, wenn man gerade mal selber Ärzte ist. Ja, da erinnere ich mich gerade dran. Man hat gerade erst angefangen zu studieren. Ja, man ist ganz, ganz frisch. Ich weiß noch ganz genau, ich war gerade mal seit einer Woche am Studieren, habe gerade mal ein paar Physikformeln und Chemiegrundlagen gelernt. Ja, dann kamen schon meine Freunde und Bekannte zu mir und meinten, ah ja, Ella, du studierst jetzt Medizin, ne? Boah, muss mir auf jeden Fall mal sagen, ich habe da so ein Stechen, so, weißt du, so in der Hacke und das zieht dann so in so einen pochenden Schmerz in den zweiten Zeh von rechts und das wird auch schon ein bisschen taub. Was habe ich? Ich denke mir so, keine Ahnung, V gleich Delta S durch Delta T. Mensch, ist alles, was ich bisher weiß aus der Medizin. Ja, oder andere, die kommen dann und sagen, ach Ella, du studierst jetzt Medizin, kannst du mir bestimmt sagen, was die chronisch-inflammatorische, demyelinisierende Polyneuropathie ist. Ja, ich google mal eben, dann sage ich dir das. Natürlich weiß ich das nicht. Meine Güte, wie sehe ich denn aus? Ja, sehe ich aus wie so ein fertig studierter Arzt? Ich weiß noch nicht mal, ob ich es dann weiß. Nee, also natürlich weiß ich das nicht, wenn ich gerade mal so angefangen habe zu studieren. Ich weiß auch jetzt immer noch nicht. Habe ich gerade vorhin gegoogelt, irgendeine schwere Krankheit. Keine Ahnung. Jedenfalls Spaß. So viele Ärzte sind die Ärzte. Lass mir die Ärzte mal in Ruhe. Ich meine, ist es auch irgendwo verständlich, ja, dass das schon lustig ist, so ganz am Anfang. Ich meine, wir alle machen irgendwann mal etwas zum ersten Mal in unserem Leben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an meine allererste OP, bei der ich mal zuschauen durfte. Ja, ich hatte mich gerade als Pflegepraktikant daraufhin hochgearbeitet, dass die Stationsleitung mir erlaubt hat, bei einer OP zuzuschauen. Ja, ich war so richtig stolz und motiviert, gerade nach meiner morgendlichen Waschrunde durfte ich schön ins OP gehen, habe mich gerade so umgezogen, ja. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es im OP-Saal eine Hierarchie gibt, ja, dass es eine Rang- und Hackordnung gibt und dass ich als Pflegepraktikant die unterste Stufe der Nahrungskette bin. Ja, und das ist mir aber recht schnell aufgefallen, denn als ich mich vorstellen wollte, sagen wollte, hallo, ich bin die Ella, ich studiere Medizin, dies, das, habe ich gesagt, hallo, ich bin, und da kam, ja, ja, ich weiß, der Pflegepraktikant. Ja, das war dann auch mein Name für den Rest des Praktikums. Pflegepraktikant, kommst du mal hier hin, Pflegepraktikant, gehst du mal dahin. Alles klar, ich habe keinen Namen, läuft schon. Nee, und ja, dann stand ich da gerade, habe mich umgezogen, mich natürlich steril verpackt mit Mundschutz und dies, das und Ananas. Und dann höre ich schon ja, im Nebenraum die beruhigende Stimme der Krankenschwester, die auf jemanden einredet und sagt, ja, ganz ruhig. Das ist nur eine ganz einfache Blinddarm-OP, sie schaffen das schon. Ich habe schon förmlich die verzweifelten, angsterfüllten Augen des Patienten vor mir gesehen, als ich dann um die Ecke kam und gesehen habe, wie sie mit dem nervösen Chirurgen sprach. Dachte ich mir, cool, wird auf jeden Fall eine coole OP. Ja, und dann setzte der Oberarzt noch einen drauf und meinte, ach komm, die OP haben wir schon 100 Mal gemacht. Irgendwann muss ja klappen. Also lustig waren die auf jeden Fall. Und ja, direkt habe ich dann natürlich auch Bekanntschaft gemacht mit der OP-Schwester. Die fühlt sich als eine der Ranghöchsten und sie hat so eine Art Bewegungssensor und mit so Sterilitätssensoren und Fühlern.
Das heißt, in ihrem Herrschaftsbereich, ungefähr 10 Meter im Radius um sie herum, darf man sich nicht aufhalten. Ja, weil man ja unsteril ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme am besten einfach nur Platz neben dem schlafenden, vor sich her vegetierenden Anästhesisten. Bin dann zu ihm hingegangen. Von meiner Ankunft ist er ein bisschen aufgeschreckt. Ja, und war dann aber recht nett zu mir. Der hat mir dann alles Mögliche an dem Gerät erklärt. Mit Worten wie, da bin ich mit dem Piep hochgegangen und das endexpiratorische Reservevolumen hat sich aufgefüllt. Keine Ahnung, was der sagen wollte. Ist der mit der Compliance hochgegangen? Alles klar. Ich saß daneben. Lächeln und nicken, lächeln und nicken. Ich hatte keine Ahnung, wovon der spricht. Ich erkläre dir alles, meinte der. Ja, alles klar. Mit den Fachbegriffen, mit denen ich überhaupt nicht umgehen konnte. Ja, besonders als Erstsemester so, das war nicht so cool. Aber das Lustigste war noch daran, dass der Chirurg und der Anästhesist sich gebettelt haben. Ja, dann war der Anästhesist gerade mal fertig damit, mir zu erklären, was das da alles aufleuchtet in seinen Gerätschaften. Dann meinte der Chirurg plötzlich, ah, auch schon wach, guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Der meinte Anästhesist so, weißt du, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Der Chirurg sichtlich angenervt, weißt du, ich habe keine Ahnung. Und der Anästhesist, richtig, genau das meinte ich. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Exkurs in die Medizin auch gefallen und dem einen oder anderen konnte ich vielleicht auch mal ein Mundwinkelzucken entlocken. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch selber wiedererkannt. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Kommentare freuen. Natürlich nicht alles ernst nehmen, was ich hier gesagt habe. Das sollte einfach nur ein bisschen auflockernd sein. Und ich wollte einfach sagen, hey, wir müssen über uns selber lachen. Wir sind auch lustig, wir haben auch lustige Situationen. Ja, und hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich auf euch. Tschüss.